Hallo Bilder, herzliches Willkommen zu meiner Zwille, Leute. Wir sind wieder im Adventskalender 2018. Wir haben heute den 23.12.2018. Ich bin heute wirklich gespannt, was unter der 23. Türchen heute befindet, weil wir werden das heute öffnen. Das ist das vorletzte Türchen vor der 24. Morgen ist die 24 dran, aber heute ist erstmal die 23 dran. Ich bin auf jeden Fall sowas von gespannt auf die 23, weil das ja wirklich kurz davor ist, der Adventskalender abgeschlossen wird. Aber ist auch egal, wir werden heute erstmal das Türchen öffnen. Ich würde sagen, wir öffnen es in 3, 2, 1 und go. So Leute, wir haben auf jeden Fall jetzt die 23 jetzt geöffnet. Ich weiß jetzt nicht, wie die Map ausgesprochen wird. Ist aber auch erstmal egal. Ich würde jetzt die Map raussuchen und dann werde ich die in den Minecraft noch reinschieben und wir werden uns jetzt in Minecraft gleich wieder sehen. Also Leute, bis gleich. Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt in Minecraft drinne. Ich drücke sofort auf Einzelspieler und hier ist auch schon die Map. Das sieht wirklich schon interessant aus, die Map. Ich bin wirklich gespannt. Irgendwie hat das was mit Tower zu tun. Das bedeutet irgendwas wie ein Turm. Wer weiß, was das ist. Aber ist auch egal. Ich bin wirklich gespannt. Wir sind auf jeden Fall auch in der, was ist das denn? Okay, alles klar. Wir sind auch in der Version 1.12.2 drinne. Deswegen, Leute, sind auch hier die ganzen neuen Blöcke und so. Das ist wirklich hier die neuen Blöcke und so. Die kennt man ja. Aber ich will mal wissen. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus, die Wand. Und hier sind ein paar Lecks und so. So, genau. Ich bin wirklich gespannt, was das für eine Map ist. Es hat hier, ist irgendwie eine Map. Irgendwas ist das hier schon, Leute. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, ich laufe einfach hier mal geradeaus. Mal schauen, was mir hier mal. Hier steht irgendwas, Leute. Also ich hab, weiß ich jetzt nicht, was das ist jetzt hier, Settings und irgendwie Render 16, ich glaube, ist das das hier, das glaube ich, das hier gemeint. Ich mach's einfach mal auf 16, wie es auch da steht, also ich glaube mal, das ist die Einstellungen. Bringt mir das weiß ich jetzt nicht, was das ist, das nächste weiß ich auch nicht, was das ist. Gemut Abenteuer, Gemut Abenteuer. Ja, habe ich. Okay, Gemut Abenteuer ist ja Gemut 2, wer das noch nicht weiß und so. Okay, das andere, die 2 in der Mitte, weiß ich jetzt nicht, was das ist, aber ist ja auch erstmal egal. So, soll der Start heißen? Okay, oh mein Gott, ja moin, Leute, wie sieht das denn aus? Das sieht ja geil aus. Ja moin. Okay, Leute, ich würde sagen, das ist ja auf jeden Fall ein Jump and Run. Es leckt auf jeden Fall ein bisschen, aber das liegt bestimmt an den neuen Blöcken. Die sind auch echt geil, die neuen Blöcke. Also das ist ja wirklich, ich habe auch kein Texture Pack oder so drinne. Das ist wirklich die neuen Blöcke von Dot 12. Also ich habe schon Texture Pack drinne, ist aber ein Weihnachts-Texture Pack, also nur mal so gesagt. Ja. So, dann würde ich sagen, wir werden jetzt loslegen mit den Jump and Run. Oh, das ist schon wieder ein bisschen blöd. Und zwar Steuerung und Auto-Jump weg damit. Das mag ich gar nicht. Damit komme ich einfach gar nicht klar damit. So, alles klar. Ich bin natürlich auch gar nicht eingespielt. Ich habe auch gerade erst wieder Minecraft geöffnet, weil ich die ganze Zeit YouTube geguckt habe. Wir haben es auch gerade mitten in der Nacht sozusagen. Leute, ihr habt ja gerade den Turm ja gerade gesehen. Das ist, vermute ich jetzt mal, ein sehr, sehr großes Jump and Run. Achso, ja, das sind alles Vierecke. Also das sind so Abteile, so vermute ich jetzt mal. Das bedeutet, ich werde jetzt hier ein paar spielen. Und dann würde ich sagen, dann werde ich einfach mal in den G-Mode gehen. Wir uns den Rest uns mal anschauen, weil sonst würde das Video zu lange gehen. Ja. So, ich bin aber auf jeden Fall jetzt nicht eingespielt. Das ist das Problem. So. Und die ganzen Lecks. Ja, scheiße. Ich mach mal meine... Ich mache die Sichtweite doch weiter runter. Ich brauche das ja nicht so groß, weil... Ja, okay, auf 2 ist es auch wieder ein bisschen blöd. Ich mache das mal auf... Ja, 6. Ja, so. Ach, jetzt. Ja, Leute, ich bin, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall nicht eingespielt. Ich bin ja ewig so auch kein Jump and Run Profi. Aber das ist auf jeden Fall schon heftig, die Map. Also ich habe mich wirklich auf die Map wirklich gefreut. Ganz am Anfang habe ich ja die Map hier sozusagen reingemacht. In den Adventure Adventskalender hier... erstellt habe. Da habe ich wirklich mich für Tag gefreut. Ich wusste jetzt nur nicht, wann es dran ist. Und heute ist die Map dran. Also, ich finde es echt cool. Also, ihr müsst ja wissen, ich weiß auf jeden Fall nie, was immer von der Map dran ist.
weil ich habe das vor Wochenenden gemacht und so, mit Absicht, weil ich auch selber Spaß haben will und so. Und ja, aber wir müssen jetzt endlich mal das Modul hier schaffen. Genau dieser Sprung ist hier scheiße. Na endlich, ich hab's geschafft. Mein Gott, das sind richtig schwere Sprünge hier. So, dann. Ich hoffe, ich verkack's jetzt nicht, weil ich hab's gerade fast geschafft. Der Sprung war schwer. So. Oh, das war auch ein schwerer Sprung. Jetzt muss ich am Rand bleiben. Okay, nice. Ich hab's geschafft. Richtig cool. Weil wenn ich jetzt verfehle, bin ich nicht ganz unten. Jetzt bleibe ich ja dann hier auf dieser Etage. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und hier ist auf jeden Fall auch Abwechselndheit drin, wie es aussieht. Nice. Die Ladersprünge sind cool. Nice. Nice. Und ready, perfekt. Jetzt sind wir schon in den nächsten. Ja, moin, hier sind ja wirklich immer verschiedene Sprünge. Okay, Leitersprünge sind, die mag ich gar nicht. Aber, Leute, wer auf jeden Fall Bock hat oder so, ihr könnt gerne mal auf meinen Teamspeak mal joinen. Ich habe sozusagen jetzt einen eigenen Teamspeak. Ihr könnt da gerne drauf joinen. Ich bin da zurzeit sehr, sehr viel live. Das bedeutet, ihr könnt gerne auf den Teamspeak joinen. Und wenn der Live-Channel offen ist, der Wartebereich Live-Stream-Channel, da könnt ihr gerne mal reinschauen und so. Dann werde ich euch vielleicht mal moven in Livestream und so. Also guckt auf jeden Fall mal auf mein Teamspeak vorbei. Ich habe den genau für euch gemacht und so. Also wer auf jeden Fall da mal Ruhe haben will oder mal einfach mal rumschillen will oder einfach mit Freunden so mal labern will, kann gerne da drauf joinen und so. Und ja, also will ich ja nochmal so gesagt haben, also wer Bock hat oder so, kommt einfach mal drauf. Ich werde mal die IP jetzt mal einblenden und so. Also wie gesagt, kommt auf jeden Fall da drauf und ja, wollte ich nochmal so sagen. Aber apropos, was ich mit Livestream jetzt gerade sagen wollte, ich werde jetzt öfters jetzt live gehen. Ihr müsst wissen, das ist das vorletzte Video jetzt, was jetzt auf meinen YouTube-Channel jetzt dieses Jahr kommt. Das nächste Video kommt erst dann am 1.1. wieder raus, weil jetzt am 24., also morgen dann sozusagen, ist dann das letzte Video, was erstmal für dieses Jahr kommt. Also tut euch bitte dann mal nicht wundern, die ganze Woche dann von 25. bis den 31. kommen erstmal dann keine Videos und ich werde jetzt erstmal den Game Boy wechseln, weil das ist mir hier gerade wirklich ein bisschen zu schwer, die Leitersprünge, weil leider habe ich schon immer gehasst Leitersprünge und wir gucken uns einfach mal an, die Map mal, weil das ist wirklich sehr, sehr viel was ist das? Module, genau. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Module und so. Auf jeden Fall, hier ist wieder was ganz, ganz anderes. Solche Sprünge gab es zum Beispiel noch gar nicht. Hier, wartet mal, Leute, wie geht das denn hier? Ach, das sind Schleimsprünge hier, wie ich gerade gesehen habe. Okay, das ist ja mal interessant. Hier sind zum Beispiel ja Schleimsprünge gerade gewesen. Hier ist wieder was ganz anderes. Ja, moin, das ist echt geil. Ah ja, hier genau mit diesen, Dinger, wie heißt denn das, Ranken, genau, ja, ich meine, hier ist was mit Eis, das ist wirklich, jedes Modul ist wirklich anders, das ist cool, hier ist Prismarin, ja moin, ist das geil, hier ist irgendwas mit Wasser, oh mein Gott, warte mal, wie bitte, warte mal, wo kommt man von unten jetzt hier raus, gar nicht? Wartet mal, hä? Das ist ja komisch jetzt hier gerade. Ich glaube, man kommt ja hier von hier. Aber habe ich das gar nicht kaputt gemacht? Alles klar. Aber wenn man dann hier jetzt... ich habe ein Gefühl. Ja, moin. Ja, moin, das geht ja wirklich. Ey, das ist ja geil, WTF. Das sind ja mal geile Sprünge. Die gefallen mir wirklich. Ja, moin. Okay, man muss immer den Punkt nehmen, wenn man nach oben schwimmt. Das ist mal geil. Richtig cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Hier geht's noch zum nächsten, ne? So. Hier sind jetzt wieder ganz andere Sprünge. Ey, das ist echt geil, Leute. Also, ich werde mal schneller mal nach oben gehen. Aber das ist wirklich echt geil. Hier so welche Sprünge. Was stand hier auf dem Schild? Okay, irgendwas. Aber... nein, hier sind unsichtbare... Leute, hier sind sogar unsichtbare Blöcke, also unsichtbar mal hier springen sollte man hier. Ja, oh mein Gott, das ist wirklich heftig. Hier ist irgendwie so wie... keine Ahnung, hier sollte man bestimmt versuchen, hier oben nach oben zu kommen. Aber das ist wirklich geil. Hier sind Teppiche. Ja, moin. Und hier oben sind irgendwie welche Pflanzen. Und dann war's das auch schon.
Ja, moin. Genau, und hier sind dann die letzten Sprünge, wenn man es geschafft hat. Was ich natürlich schon wieder verfehlt habe. Aber Leute, es ist wirklich heftig. Also, was ich gerade da gesehen habe, ist schon wirklich heftig. Und hier ist ein langer Bogen. Das ist geil. Cool. Ja, moin. Ja, moin. Die haben jetzt nicht ernsthaft jetzt... Ey, das ist geil. Oh mein Gott, ich liebe sowas total, solche Tunnels. Oh mein Gott. Geil. Und wir sind wieder am Anfang. Ach, jetzt sieht man auch hier, was hier passiert ist. Ja, moin. Ist es geil. Auf jeden Fall, die Map gefällt mir auf jeden Fall. Also, wer auf jeden Fall die mal ausprobieren will, ich gehe mal hier mal raus, wenn ich hier rauskomme. Jo. Also, wer auf jeden Fall mal die Map mal ausprobieren will oder so, der schaut auf jeden Fall mal an die Map mal vorbei. Die Map ist wirklich richtig cool. Probiert die einfach mal selber mal aus. Ihr könnt die ja wirklich durchspielen und so. Also ihr seht, Leute, ich habe jetzt mal meine Sichtweite wieder auf hochgestellt. Ihr seht, wie groß der Turm ist. Der baut sich immer weiter auf, immer größer wird er. Und da, das sind ja, warte mal, ich zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, das braunste 15, Leute. Also es ist wirklich schon heftig. 15 große Module sind das. Also WTF, und da vorne geht's wieder runter. Ja moin, alles klar. Also wer es auf jeden Fall mal ausprobieren will oder so, dann guckt auf jeden Fall mal vorbei an der Map. Link dazu auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wer auf jeden Fall Bock hat oder so, abonniert gerne den Channel, um gar nichts mehr zu verpassen. Der tut auf jeden Fall meine Armee beitreten. Hashtag 77 Armee, wer auf jeden Fall ein Abo da lässt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt oder so, dann tut auch die Glocke aktivieren, um nichts mehr, also keine Livestreams und keine Videos mehr zu verpassen. Wie gesagt, ich werde ab den 25. bis den 31. mehrmals live gehen und so, weil ja auch keine Videos dann kommen werden. Und ja, also, schaut auf jeden Fall nochmal bei Instagram nochmal vorbei. Da bin ich auch nochmal richtig aktiv in den Stories, wer auf jeden Fall jede Information so vertan will und so. Und ja, hier würde ich sagen, Leute, habt auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen dritten Advent sogar, weil wir haben ja auch den dritten Advent. Also, Leute, wunderschönen dritten Advent euch noch. Und jetzt würde ich sagen, Leute, haut rein, bleibt cool und ciao.